Sonntagabend, 21 Uhr, es ist soweit. Das Finale der Europameisterschaft in Deutschland findet statt zwischen Spanien und England. Die Spanier spielen ein durchweg überzeugendes Turnier mit schweren Gegnern, die sie aber allesamt aus dem Turnier werfen konnten. Nun gegen England als leichter Favorit im Spiel, aber sicherlich gewappnet vor der Defensivstärke der Three Lions. Spanien übernahm aber das Kommando und hätte hier, wenn Williams nicht zu früh gestartet wäre, direkt früh eine hochprozentige Tormöglichkeit gehabt. England, wie erwartet, sehr defensiv eingestellt. Spanien biss sich zunächst an der Defensive die Zähne aus. Hier mal ein Flankenversuch, da waren aber auch schon 26 Minuten gespielt. Alles, was da reinkam, wurde rausgeköpft. Noch knapp 10 Minuten bis zum Seitenwechsel. Spanien drang mehr und mehr durch. Williams mit Olmo im Zusammenspiel. Williams zu zentral. Pickford hat den Ball. Wohl noch minimal abgefälscht. Doch Pickford hat den Ball trotzdem sicher in seinen Händen. Umschaltsituation mal der Spanier. England kam nicht wirklich gefährlich nach vorne. Morata hält den Ball ziemlich lange, findet aber Lamine Jamal. Und der macht in der 42. Minute das verdiente 1:0 für Spanien. Der Wunderknabe kann hier auf der allergrößten Fußballbühne noch einmal seine Qualität unter Beweis stellen. Die ist unbestritten. Hier hat er einen eiskalten Abschluss aus kurzer Distanz und lässt Pickford keine Chance. 1:0 nach 45 Minuten. Dementsprechend der Halbzeitstand von England hätte im zweiten Durchgang jetzt durchaus mehr kommen müssen. Und sie gaben sich Mühe. Sie mussten jetzt, sie zeigten im Turnierverlauf, dass sie eigentlich können, wenn sie müssen. Aber Spanien war nochmal ein richtig dickes Brett. Hier mal der Versuch, Kane zu finden. Doch deutlich zu unpräzise, dieser Passversuch. Stunde jetzt gespielt. Morata aus spitzem Winkel mit dem 2:0. Erste gefährliche Torannäherung in Durchgang 2 von Spanien. Direkt mit Erfolg. Pickford sieht nicht gut aus. Der Ball schlägt im kurzen Eck ein. Zwar aus kurzer Distanz, trotzdem den darf man auch mal halten. Spanien nun mit noch breiterer Brust. England verzweifelte. Zwei Tore nochmal aufholen. Das könnte schwierig werden gegen diese Spanier. Williams nochmal, Morata mit dem Abschluss nach 73 Minuten. Das 3:0 sollte nicht mehr fallen. Dennoch sichert sich Spanien den Europameistertitel 2024, setzt sich verdient im Finale gegen England durch. Die Engländer müssen sich zum zweiten Mal in Folge geschlagen geben im Finale. Jetzt der Fokus auf den Gewinner, das ist Spanien. Und auch wenn es hier und da vielleicht ein paar glückliche Schiedsrichterentscheidungen gab, spielerisch sind sie über den Turnierverlauf wohl die beste Mannschaft gewesen.